Yo Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Vice City 2. Ohne Webcam. Ja, es wurde es geschafft. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es liegt so nicht mehr an der Synchronität. Ich hab's ja noch bei den Top 4 hinbekommen, wie ihr wisst. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist. Weißt du, der Teufel. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich's probiere, kommt. Ja, Kamera konnte nicht initialisiert werden, weil wird schon nicht von einem anderen Programm verwendet. Nichts, ein Scheiß wird von einem anderen Programm verwendet. Ich hab jeden. Alles geschlossen. Alles deinstalliert. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Und deswegen, ja, geht nicht. Ich finde es halt echt scheiße, weil, wie gesagt, auf den alten Aufnahmen war die Webcam mit drauf. Sah ich gut aus. Ja, es geht nicht. Man kann ihn leider nicht sagen. Also, da hat sich echt Himmel und Gott gegen verschworen. Okay, ja, mein Team, was ich jetzt im Einzelkampf nehmen werde. Drei, okay. Ja, ich nehme mal die drei mit. Ich glaube, da habe ich ein ganz gutes, ja. Also das Team Starmie hätte ich auch mitnehmen können, wäre auch eine Option gewesen, aber ja, die Regeln. Mika gegen Sandro, Geraldine gegen Oiti, Caleb gegen Benny, Mike gegen Turner. Ja, die blau umrandeten sind männlich, die rot umrandeten weiblich. Und ja, wir müssen jetzt gegen drei Trainer kämpfen, wenn wir dieses Turnier gewinnen wollen. Gegen einen nach dem anderen. Und ich werde euch immer erst einmal, erst einmal jede Möglichkeit zeigen. Wartet. Damit stehe ich Benny als der Gegner fest. Mein Herz schlägt für Pokémon vom Tipp Pflanze. Also dann auf die Pflanze fertig los. Ich werde jetzt erstmal zeigen: Einzelkampf, Doppelkampf, Dreierkampf, Reihumkampf. Und dann werde ich mich auf das festlegen, was ich am besten kann, was in dem Fall der Reihumkampf ist. Was ich nach wie vor einfach nur lamer als lame finde. Wie gesagt, dass das mit der Webcam nicht funktioniert, das finde ich so scheiße, dass ich es fast nicht in Worte fassen kann. Aber ich kann es leider nicht, Leute. Also ich habe alles, was möglich ist, habe ich probiert. Es geht leider einfach nicht. So, danke, dass du meinen Angriff, meine Verteidigung hast steigen lassen. Das hätte Spaß gemacht, oder? Gut, der Angriff wird mir jetzt weniger nützen, Verteidigung durchaus. Und das über die Meister kämpft natürlich auch daran, er selbst kann relativ wenig Schaden durch Pflanze nehmen. Ich werde jetzt allerdings einmal Blättersturm einsetzen. Es wird Dresselia auf jeden Fall nicht erledigen, aber dann ist zumindest mein Spezialangriff stark genug, dass ich das Pokémon danach und die beiden anderen erledigen kann. Wirklich was gefährlich werden kann mir ja nicht. Zumindest denke ich, ist das eher unwahrscheinlich. Und ja, wer hier teilnehmen kann, das sind die 8 Arena-Leiter aus Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2. Also Charon, Mika, Oiti, Camilla, Turner, Lysander, Benson und irgendeinen habe ich gerade vergessen. Verdammt. Was zum Teufel? Okay, nochmal. Charon, Mika, Oiti, Camilla, Turner? Achso, Geraldine. Wie konnte ich die Geraldine vergessen? Da fehlen mir glatt die Worte. Du bist stärker als die Polizei erlaubt. Dass meine Brüder Mike und Colin hätten gegen dich halt ausgesehen. Ja, das kann wohl schon sein. Okay, gut. Ja, das ist klar. Geraldine, wie gesagt, dann. Dings. Ja, egal. Die beiden, die ich noch vorgenannt habe, Lysander und Benson, genau. Und dann noch die Arena aus Pokémon Schwarz und Weiß. Low, Colin, Mike, Benny und Sandro. Und dazu noch Bell. Aufgepasst, den Turner, der mächtige Untergrundboss von 1 allein 20, ist an die Erdoberfläche zurückgekehrt. Oh yeah. Ja, wie gesagt, das erwartet uns dann noch Turner gegen Caleb. Ich sag dir eins, das Siegeswille ist es, der dich antreibt und stärker macht. Diesen Drang musst du dir stets bewahren und in Ehren halten. Aha. Okay, gut. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ja, genau. Bell ist die einzige Arena-Leiterin, die an diesem Turnier teilnimmt, ohne wirklich Arena-Leiterin zu sein, denn das ist sie nicht. Und sie ist komischerweise auch diejenige, die das, ich sag mal, ausgeglichenste Team hat. Sie geht nicht nur auf einen Typ, sondern geht auf sehr viele verschiedene Typen, was sie schon relativ besonders macht. So, Stalobor, da werde ich mich jetzt. Oh, okay. Jetzt könnte es gefährlich werden, wenn ich es jetzt nicht erledige. Deswegen werde ich jetzt auf Nummer sicher gehen. Mit Gigasauger nämlich, weil ich habe keine Lust, dass Blättersturm daneben geht und ich dann voll eine abkrieg.
könnte mich schon wehtun von Stalo. Boah. Und ja, bleibe ich weiter lieber bei meinem Serpi Royal. Und natürlich, das eine Arena-Leiter-Turnier ist auch auf einem relativ niedrigen Niveau, sage ich mal. Man muss das schaffen, um weitere Turniere freischalten zu können, wie wir dann in den nächsten Parts angehen werden. Oder Webcam, was ich immer noch ankotzen kann, aber nach 2 Stunden suchen, deinstallieren, googeln und es einfach überhaupt keine Lösung für diesen beschissenen Virus namens Camtasia Studio 7 gibt, ja, verloren, das obwohl ich als jemand. Das Lame ist ja, ich sehe meine Webcam sogar am Vorschaubild, ich kann mich bewegen, ich sehe mich und alles und dann werde ich start zurück, boah, konnte nicht initialisiert werden. Als ob dann ein anderes Programm drauf zugreift. Hier ist nichts offen. Ich habe selten junges Gemüse wie dich so gut kämpfen sehen. Hut ab. Mich würde ja schon interessieren, wie du es angestellt hast, so gut zu werden. Ja, also, dass du mich ein einziges Mal ankratzen konntest, zeigt auch schon einiges aus. So, beginnt Sandro gegen Geraldine. Nicht überraschend. Ich meine, er hat Eis, sie hat Flug. Und ja. Die Turnier nehmen 2 Sorten von Trainern teil. Gewinner und Verlierer. Hier kommt einer der Gewinner. Caleb betritt die Arena. Yes! Ihr könnt leider gar nicht sehen, wie ich den Arm hochrecke, weil... Ja, wie gesagt, Camtasia Studios sagt... Ringfrei für Sandro, der Mann mit der eisigen Maske. Klappe die erste und Action. Ja, der Schauspieler. Bin mir auch sicher. Scheinbar hätte es Webcam besser gefallen und ich weiß... Ich sag's viel, aber die Angepisstheit ist einfach so auf einem gigantischen Level. Mit einer Menschen und Pokémon zusammen zu sein, verhilft mir zu ungemeiner Kraft. Dies ist einer der möglichen Wege, zu meiner Stärke zu mehr Stärke zu finden. Und zeig mir bitte einmal, wie du es damit hältst. Weil, ja, das ist so lame. Finde ich kaum Worte für. Aber gut. Ich habe nur gegen Sandro. Und der begibt Figometer. Okay, da werde ich jetzt aber mein Bulldozer kämpfen lassen, weil ich mein Serpiole hat eine Schwäche gegen Eis. Das muss man jetzt nicht unbedingt herausfordern. Deswegen wechsle ich lieber, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, mal schauen, was Figometer für mich hat. Doppelteam, das ist nicht so gut. Eben wegen der geringen Trefferchance von Steinkante. Deswegen gehe ich auf Nahkampf und es trifft. Wunderbar. Zum Glück ist meine Genauigkeit auch nicht dauerhaft geschädigt. Sodass ich jetzt zum Glück einigermaßen weitermachen kann. Oh, Valreiser. Da habe ich jetzt Respekt vor, muss ich sagen. Wenn ich sage an den Blättersturm von Serpio Hallecke, der überlebt hat. Aber vielleicht reicht der Nahkampf. Ist ja genauso stark wie Blätterstorm. Okay. Obwohl ist er also etwas stärker. Hat etwas stärkeren physischen Angriff, deswegen super. So, und Gelatino kommt noch. Da kann ich jetzt weiter mit Nahkampf draufhauen. Meine Verteidigung ist eher am Boden, also das interessiert eigentlich niemanden mehr. Und ja, ohne einen einzigen Treffer geschafft. Aber gut, es ist erst das eine Arenaleiter-Turnier. Da ist das Niveau noch nicht so hoch, sage ich mal. Das wird noch deutlich spannender. Welch einmaliges Zusammenspiel zwischen dir und deinem Pokémon-Team. Und eure Freundschaft spricht ebenfalls Bände. Und der Sieg geht an. Mich! Yes! Und ich gestikuliere immer noch. So wie ich es eigentlich machen sollte. Aber ja. Webcam ist ja aus, ne? Du bist stark. Nein, du und dein Pokémon-Team ist sehr stark. Um genau zu sein. Ein Arena-Turnier. Das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Und dann natürlich mache ich ein Turnier pro Part, wie zu erwarten. Später werden es vielleicht bei einem bestimmten Turniertyp etwas mehr, das sehen wir dann. So, hier ist dann der Gewinnpunkt. Ich erhalte einen lächerlichen Gewinnpunkt. Das meinte ich mit, ja, das Niveau ist auch nicht sehr hoch. Oh, da kannst du jetzt an Turnieren von Arenaleitern aus verschiedenen Regionen teilnehmen. Die Regeln der Arenaleiter-Turniere unterscheiden sich von denen der bisherigen Turniere. Die Gegner sind alle berühmte Arenaleiter. Das sind stärkere Gegner als bisher, also streng dich an. Bis zum nächsten Mal. Okay, Leute, wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal beim Kanto-Arena-Turnier. Ich freue mich auf euch.